In dem heutigen Video geht es um ein ganz wichtiges Thema, was auf jeden Fall auch dich betrifft. Und zwar klären wir heute die Frage, welche Art Typ man ist und schlussendlich auch, welche Farben zum jeweiligen Typen passen. Um sich gut kleiden bzw. stylen zu können, ist es enorm wichtig, dass man seinen eigenen Typen kennt. Dann kann man nämlich anschließend auch die passenden Farben zum jeweiligen Typen auswählen. Deshalb ist es enorm wichtig, dass du heute ganz genau aufpasst, das Video von Anfang bis Ende anschaust und am besten auch noch mitschreibst, damit du beim nächsten Mal beim Farben auswählen auch die richtigen Farben auswählst. Bevor es aber mit dem Video losgeht, müssen wir nochmal ein paar Steps zurückgehen, und zwar in den Kindergarten. Denn es gibt eine kleine Einführung in die Farblehre. Der ein oder andere mag sich vielleicht noch daran erinnern, es gibt nämlich einen Farbkreis von Itten. Und der basiert auf drei primären Farben, das sind Blau, Gelb und Rot. Und aus diesen primären Farben werden dann die Sekundärfarben gebildet. Das sind dann Orange, Lila und Grün. Aus den Sekundärfarben werden dann noch die Tertiärfarben gebildet und der Farbkreis von Itten gliedert sich dann nochmal in eine warme Hälfte und in eine kühle Hälfte. Also weit so gut, das sollte jedem jetzt an dieser Stelle, glaube ich, klar sein. Das ist auch wichtig, dass man das an dieser Stelle im Hinterkopf hat, denn das Nachfolgende, was ich jetzt gleich erzähle, basiert nämlich auf dieser Farblehre. Jetzt müssen wir erstmal klären, welcher Farbtyp man selbst ist. Und ich untergliedere das Ganze jetzt einfach mal in Frühlingstyp, Sommertyp, Herbsttyp und Wintertyp. Man kann das Ganze auch noch weiter untergliedern in Mischtypen und Untertypen. Ich mache in diesem Video einfach mal ein Beispiel zum Thema Untertypen, aber so weit gehe ich jetzt, breche das Ganze einfach nicht runter. Falls ihr weitere Informationen dazu haben wollt, einen Link dazu packe ich euch in die Infobox, dann könnt ihr an dieser Stelle einfach nochmal nachlesen. So, und woher weiß ich jetzt, welcher Typ ich eigentlich bin? Das Ganze wird mit folgenden Merkmalen definiert, und zwar von der Hautfarbe, von der Augenfarbe und von der Haarfarbe. Ich werde jetzt einfach mal die verschiedenen Typen vorstellen, welche Merkmale sie haben und euch auch dann dementsprechend einfach mal ein prominentes Beispiel geben, weil ich finde es immer wesentlich besser, wenn man so ein Bild vor Augen hat von einer richtigen Person, damit man weiß, zu welchem Typ man gehört. Starten wir mit dem Frühlingstypen. Frühlingstypen sind von der Hautfarbe eher hell mit einem warmen Unterton und möglicherweise können Frühlingstypen auch ein wenig Sommersprossen haben. Von den Augen her haben die Frühlingstypen eher helle Augen, zum Beispiel goldgrüne Augen oder blaue Augen mit warmen Nuancen. Von den Haaren her haben Frühlingstypen meist eher honigblonde Haare, vielleicht auch rötliche Haare oder braune Haare. Es geht vielleicht so einen rötlichen Stich rein oder einen braunen Stich rein. Und man sieht es auch an den Augenbrauen und an den Wimpern. Die sind nämlich meistens auch so in der Farbe, also eher so blond oder einem Rotstich drin. Manchmal ist es sogar so, dass Frühlingstypen auch Natursträhnen haben, also zum Beispiel honigblond mit rötlichen Strähnen drin. Das ist zum Beispiel sehr charakteristisch für einen Frühlingstypen. Prominente Beispiele wären an dieser Stelle zum Beispiel unser Bobbele oder auch André Schürrle als Fußballer oder Ewan McGregor. Welche Farben passen jetzt zum Frühlingstypen? Meistens sind es so helle, warmtönige Farben, die zum Frühlingstypen passen, weil die Frühlingstypen ja so eine sehr zarte und meistens auch ja, sehr weiße Haut haben mit einem warmen Unterton. Deshalb passen diese Farben perfekt zum Frühlingstypen. Bei der Schmuckauswahl greift man bestenfalls auf Goldschmuck zurück und bei der Farbauswahl zum Beispiel auf ein Türkis oder ein Champagner oder ein helles Grün. Farben, die Frühlingstypen auf jeden Fall vermeiden sollten, sind sehr schwere Farben, dunkle Farben, wie zum Beispiel Schwarz oder Dunkelrot. Das geht mit dem Frühlingstypen eher schwieriger, weil die Haut halt sehr hell ist. Machen wir weiter mit dem Sommertypen. Bei den Sommertypen ist es so, dass die Sommertypen meist eine rosige Haut haben mit einem blauen Unterton und Sommertypen neigen auch oftmals dazu, Sommersprossen zu haben. Von den Augen her haben Sommertypen meist blaue Augen, grüne Augen oder auch manchmal gräuliche Augen. In seltenen Fällen kann es unter Umständen auch sein, dass die Sommertypen auch braune Augen haben. Von den Haaren her ist es so, dass die Sommertypen meist eher hellblonde Haare haben oder blonde Haare haben oder auch vielleicht zum Beispiel hellbraun oder man kennt das ja auch, dieses Straßenköterblond, das ist bei den Sommertypen auch, ich glaube, am verbreitetsten. Prominente Beispiele wären zum Beispiel David Beckham, Toni Kroos, Charlie Hunnam oder auch Chris Hemsworth. Welche Farben passen jetzt zum Sommertypen? Meistens sind es kühle, helle und gedeckte Farben, die ideal zum Sommertypen passen. Von der Schmuckauswahl kann man hier am besten auf Silberschmuck zurückgreifen. Und man denkt zwar, dass der Sommertyp ein bisschen langweilig ist, aber der Sommertyp ist tatsächlich sehr facettenreich. Man sollte einfach nicht ganz so viel ausprobieren, sondern wirklich bei den Farben bleiben, die tatsächlich zum Typen passen und jetzt nicht irgendwelche pinkfarbigen oder lachsfarbigen Töne nehmen, denn das ist meistens immer ein bisschen schwierig. Wenn du weitere Informationen haben möchtest zum Thema Outfits und Styling, was auch zum Beispiel das Thema Farben angeht, dann check einfach mal den Men's Style Guide aus. Das ist ein E-Book, das kannst du ganz einfach aufs Handy runterladen und mit dem Gutscheincode DanielKorte20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book. Machen wir weiter mit dem Herbsttypen.
Der Herbsttyp ist von der Hautfarbe her eher ein blasser Typ, kann aber auch unter Umständen leicht gebräunt sein und möglicherweise auch leichte Sommersprossen haben. Von der Augenfarbe her haben wir hier eher dunkle Augen, zum Beispiel braune Augen oder halt dunkelgrüne Augen. Die sind zum Beispiel auch sehr charakteristisch für den Herbsttypen. Das gilt auch für die Haarfarbe. Charakteristische Haarfarben sind zum Beispiel Brauntöne oder Rottöne beim Herbsttypen. Prominente Beispiele sind hier zum Beispiel Rupert Grint von Harry Potter oder auch Bradley Cooper oder Prinz Harry oder Pippi Langstrumpf. Welche Farben passen zum Herbsttypen? Meistens sind es warme, dunkle und gedeckte Farben, die perfekt zum Herbsttyp passen. Viele Leute denken immer so, hey, ich habe rote Haare, so bin voller Ginger. Mir passen keine vernünftigen Farben, also zu mir passen keine Farben außer Rot. Ja? Dann wählen die meisten Leute mal Rot aus. Aber Leute, das ist gar nicht so. Man muss einfach wissen, welche Farben zum jeweiligen Typen passen. Farbbeispiele wären hier zum Beispiel Rostrot, Beige, Khaki oder Orange, die ideal zum Herbsttypen passen. Was Schmuck angeht, auch hier bestenfalls auf Goldschmuck zurückgreifen. Farben, von denen Herbsttypen am besten die Finger lassen sollten, sind kalte und grelle Farben, wie zum Beispiel Zitronengelb oder ein Blau. Das am besten meiden. Falls du dich bis jetzt noch nicht wiedergefunden hast in diesen Typen, mach dir keinen Stress, denn es gibt noch Mischtypen und auch noch Untertypen. Mischtypen sind zum Beispiel Typen, die zum Beispiel zwischen Frühling und Sommer stehen, wie ich zum Beispiel. Und dann gibt es auch noch Untertypen in den jeweiligen Kategorien. Und dazu mache ich jetzt hier beim Wintertypen einfach mal ein Beispiel und zeige dir einfach mal zwei Untertypen vom Wintertyp. Wichtig an dieser Stelle ist auf jeden Fall zu wissen, dass egal welcher Wintertyp du bist, ob du Typ 1 oder Typ 2 bist, die ich jetzt gleich hier vorstelle, die Farben passen für beide Typen. Wintertypen haben eher helle, porzellanartige Haut oder dunkle Haut mit einem olivartigen Unterton. Von den Augen her haben die Wintertypen meist eher blaue oder braune Augen mit einem kühlen Unterton. Von den Haaren her haben die meisten Wintertypen eher schwarze Haare oder ein sehr dunkles Braun. Und jetzt gehen wir einfach mal ein Stück tiefer in den Wintertyp rein, und zwar in einen Untertypen. Das wäre zum Beispiel der Schneewittchentyp beim Wintertyp. Der Schneewittchentyp ist eher derjenige oder diejenige, die eine sehr helle Haut hat und sehr dunkle schwarze Haare. Solche Typen können zum Beispiel perfekt auf Silberschmuck zurückgreifen. Prominente Beispiele wären hier zum Beispiel Keanu Reeves, Christian Bale oder auch Julian Draxler. Neben dem Schneewittchen-Untertyp gibt es aber auch noch einen anderen Untertyp beim Wintertypen, und zwar diejenigen, die eine braune Haut haben mit einem olivfarbigen Unterton. Das sind zum Beispiel prominente Beispiele wie zum Beispiel Ilias Mbarek oder Maluma oder Apache. Ja, das sind zum Beispiel auch Wintertypen, die aber komplett anders aussehen als diese Schneewittchentypen. Und diejenigen haben das Glück, dass sie sowohl auf Silberschmuck zurückgreifen können, als auch auf Goldschmuck, denn das passt bei diesem Untertypen perfekt. Welche Farben passen zum Wintertyp? Sind kalte, kräftige und dunkle Farben, die ideal zum Wintertypen passen. Vorsicht aber bei Braun, Beige und Pastelltönen, da wird es ein bisschen schwierig. Jetzt solltest du grob Bescheid wissen, welche Art Typ du bist und welche Farbe zu dir passt. Weitere Videos zum Thema Outfits und Styling findest du hier oben und meinen neuesten Upload findest du hier oben. Mach's gut, bis zum nächsten Mal und jetzt viel Spaß beim Shoppen.